Herbst 1987. Ein Kartograf vermisst die Boy Scout Ranch im Osten von Missouri. Plötzlich fällt ihm etwas Merkwürdiges ins Auge. Was aus der Entfernung wie ein Schildkrötenpanzer aussieht, ist ein menschlicher Schädel. Er birgt ein grausames Geheimnis. Um es zu lösen, brauchen die Ermittler sein wahres Gesicht. Die 5400 Morgen große S-Bar F-Ranch liegt in der malerischen Landschaft von Missouri. Der Kartograf hat den menschlichen Schädel an einer abgelegenen Stelle der Farm gefunden. Tina Orling ist die Projektleiterin. Er war ein professioneller Kartograf aus Finnland, der den Schädel schon wenige Tage nach seiner Ankunft gefunden hatte. Doch er hatte niemandem etwas erzählt, denn er hatte Angst. Erst 3 Monate später, kurz bevor der Mann nach Finnland zurückkehrt, erfährt Tina von dem Schädel. Mit Hilfe einer detaillierten Karte und der Wegbeschreibung des Kartografen suchen Tina und ein Ranger nach dem Schädel. Auf einer Lichtung finden sie, wonach sie suchen. Die Sonne glitzerte auf dem weißen Objekt. Man sah sofort, dass es ein Schädel war. Oh Gott, dachte ich, wir haben ihn gefunden. Das Gelände der Boy Scout Ranch wird zum Tatort. Die Polizei sperrt das Gebiet um die Fundstelle ab und beginnt mit der sorgfältigen Suche nach weiteren Skelettknochen. Wir fanden Körperteile und Knochen, die mehrere hundert Meter vom Hauptgrab entfernt waren. Tiere hatten die Knochen weit verstreut, als sie an der Erdoberfläche sichtbar wurden. Neben dem Schädel findet der Suchtrupp noch ein paar Haarsträhnen, einen Unterkiefer und ca. 40 Knochen. Darunter befinden sich ein Beckenknochen, ein Oberschenkelknochen und ein paar Rippenknochen. Mein erster Gedanke war, dass es womöglich ein Indianergrab ist, bis wir den Jeansstoff sahen. Die Spurensicherung gräbt Überreste einer Jeans aus, Fetzen eines geblümten Hemdes, Reste einer Einkaufstüte aus Plastik und einen Metallknopf. Die Beweisstücke werden zur Identifizierung ins rechtsmedizinische Kriminallabor nach Jefferson City geschickt. Die Untersuchung beginnt mit der Jeanshose, deren äußere Naht unbeschädigt ist. Der Kriminalist Tom Grant kann so die Größe des Opfers bestimmen. Die Naht vom Hosenbund bis zum Hosenaufschlag misst 94 cm. Basierend auf dem äußeren Maß muss die innere Hosennaht ca. 70 cm gewesen sein. Eine kleine Person muss also die Hose getragen haben. Grant schätzt die Größe des Opfers auf 1,52 Meter. Auf der blau-weißen Plastiktüte befindet sich das Logo eines Warengeschäfts. Nach Aussage des Herstellers hat die Firma erst vor 8 Jahren damit begonnen, diese Logos auf die Tüten zu drucken. Diese Tüten waren noch im Umlauf, sodass wir keinen Produktionszeitraum bestimmen konnten. Aber wir hatten eine Anfangszeit. Und dann stoßen die Ermittler auf Spuren eines Gewaltverbrechens. Vermischt mit der Erde finden sie eine weiße Substanz. Die Spurensicherung unseres Labors untersuchte sie und fand Calciumcarbonat, das ein Produkt von Calciumoxid sein kann, was wiederum Kalk ist. Man fügt Kalk hinzu, um den Geruch des verwesenden Körpers zu dämmen und um die Verwesung selbst zu beschleunigen. Die Ermittler wenden sich den gefundenen Haaren zu. Haare können entweder kaukasoider, negrider oder mongolider Art sein. Da die gefundenen Haare aber zu stark beschädigt sind, können die Wissenschaftler nur sagen, dass sie nicht negrit sind.
Das Haar auf der linken Seite ist von der Fundstelle. Rechts ist das Nigridehaar eines Afroamerikaners, das sich erheblich vom gefundenen Haar unterscheidet. Folglich kann ich bestimmen, dass die Haare nicht afroamerikanischen Ursprungs sind. Nach ersten Einschätzungen ist das Opfer weiblich, kaukasischer Herkunft und 1,52 Meter groß. Die Polizei schickt diese Informationen an das National Crime Center, das alle Daten vermisster Personen aus den USA und Kanada sammelt. Das war leider nicht erfolgreich. Wir vermuteten einen Mord. Die Schwierigkeit war herauszubekommen, wer das Opfer ist. Ehrlich gesagt, mein erster Gedanke war, dass wir es nicht schaffen, diesen Fall zu lösen. Der Pessimismus ist verständlich, denn die Anhaltspunkte sind gering. Aufgrund der Tüte grenzen die Ermittler den Zeitraum des Verschwindens auf weniger als 8 Jahre ein. Gesucht wird nach einer zierlichen Frau, vermutlich kaukasoider Rasse. Doch ein Beweisstück hat die Ermittler schon von Anfang an beschäftigt. Der Metallknopf. Die untere Hälfte war verrostet und verfallen, doch auf der oberen waren die Buchstaben T-E-X-W-O-O-D für Texwood eingeprägt. Die beiden O's hatten ein sternförmiges Muster. Keiner von uns hatte jemals von diesem Logo gehört. Die intensive Suche nach der Herkunft des Knopfes beginnt. Wir begannen, Knopf- und Textilhersteller anzurufen. Dann unser Labor in Jeff City, das eine Knopfdatei hat. Niemand kannte Texwood. Ein letzter Anruf beim FBI. Doch auch das FBI hat noch nie von der Firma Texwood gehört. So fingen wir an, überall in den USA, Kanada und Mexiko anzurufen. Und ich kontaktierte einen Freund beim US-Zoll. Der Zollbeamte Timothy Quinn gibt den Begriff Texwood in seinen Computer ein. Das Ergebnis bringt die Ermittlungen den ersten großen Schritt nach vorn. Die Überprüfung der Importeure ergab nichts. Dann führte ich mehrere Telefongespräche, zuletzt mit einem Experten der Nationalen Importbehörde in New York. Von ihm erfuhr ich, dass Texwood eine Jeansmarke ist, die ausschließlich in Asien vertrieben wird. Diese Marke wird nicht in die Vereinigten Staaten exportiert. Das Opfer ist vor seinem Tod also durch Asien gereist und hat dort die Hose gekauft, oder es ist asiatischer Herkunft. Um genaueres herauszufinden, werden die Knochen erst an die Universität Missouri, später zur State University Colorado geschickt. Mit den richtigen Knochen kann man alles herausfinden, auch ohne gesamtes Skelett. Je mehr man aber hat, desto kompletter ist das Gesamtbild. Der Schädel kann einem Anthropologen Informationen über Geschlecht und Rasse liefern. Zuerst wird festgestellt, ob der Schädel kaukasoider, negrider oder mongolider Herkunft ist. Professor Richard Helmer ist Anthropologe und einer der Pioniere der forensischen Gesichtsrekonstruktion. Zu seinem Grundwissen gehören auch die Eigenschaften der mongoliden Schädelform. Wir haben bei den Mongoliden häufig ein sehr steiles Profil, eine sehr flächige Form der vorderen Schädelanteile, die eben das Gesicht nun einmal prägen. Man wird mehr oder weniger auch Unterschiede feststellen können an der Stellung der Zähne, weil wir bei Mongoliden häufig auch etwas vorstehende Zähne beobachten können. Und ein mongolider Schädel weist gewöhnlich breite, kantige Wangenknochen auf. Der gefundene Schädel hat diese Merkmale und wird daher von den Anthropologen als mongolider Schädel bestimmt. Nun gilt es, das Geschlecht herauszufinden. Der linke Schädel ist weiblich, der rechte männlich. Männliche Schädel sind grundsätzlich größer und schwerer als weibliche und haben oft knochige Wülste oberhalb der Augen. Typisch sind die flache Stirn und die glatten oberen Augenhöhlenränder. Beim weiblichen Schädel sind etwas zierlichere Formen, engere Zahnbögen. Ausgesprochen selten kommen nur
über Augenbrauenwülste vor. Etwas, was bei Männern häufig stärker ist, aber auch letzten Endes wieder fehlen kann. Die Form und die Umrisse der Augenhöhlen sind in der Regel verschieden. Darauf würde man bei einer Rekonstruktion achten müssen. Die Anthropologen bestimmen den gefundenen Schädel als weiblich. Anhand der geschlossenen Schädelnähte und des Zustandes der Zähne schätzen die Anthropologen das Alter des Opfers auf Mitte 20. Die Knochenoberfläche ist glatt und deutet auf ein unmuskulöses Opfer hin, dessen Gewicht die Anthropologen auf ca. 55 Kilogramm schätzen. Und auch der gefundene Beckenknochen verrät etwas über das Opfer. Hat eine Frau zwei Kinder bekommen, dann entsteht durch den Trennprozess des Beckenknochens eine Rinne. Ein Merkmal, das auch der gefundene Knochen hat. Doch obwohl die Ermittler nun wissen, dass das Opfer mindestens zwei Kinder geboren hat, stecken sie in einer Sackgasse. Es ist wirklich frustrierend, denn man kann nicht mit der Tätersuche beginnen, bevor man das Opfer kennt. Man tritt auf der Stelle, bis zur Identifikation des Opfers. Und deshalb muss der unbekannte Schädel ein Gesicht bekommen. Die Polizei bittet die Anthropologen, den Schädel mit Hilfe einer Gesichtsrekonstruktion zu beleben und dem Opfer eine Identität zu verleihen. Die Analyse mehrerer Skelettknochen schickt die Polizei auf die Suche nach einer Asiatin, die mindestens zwei Kinder geboren hat. Sie ist nur 1,52 Meter groß und 55 Kilogramm schwer. Doch wie sieht sie aus? Mit Hilfe der Gesichtsrekonstruktion erhoffen sich die Ermittler eine Antwort. Zunächst wird mit Latex die Form des Schädels kopiert. Ist das geschehen, geht der Originalschädel als Beweisstück zurück an die Polizei. Aus der Latexform wird eine Gipskopie des Schädels gegossen. An diesen Gipsschädel werden Gummidübel geklebt, die als Markierungen dienen. Sie kennzeichnen die Gewebsschichten an verschiedenen Punkten im Gesicht. Für die Gesichtsrekonstruktion auf dem Schädel ist natürlich von ganz wesentlicher Bedeutung die Kenntnis der Weichteilschichtigen. Und zwar nicht nur durchschnittlich und generell, sondern unterteilt nach Lebensalter, Geschlecht und Konstitutionstyp. Und da habe ich eine Untersuchung gemacht, die sich auf 34 Messpunkte am Schädel erstreckte, für alle Altersgruppen und für beiderlei Geschlechts. Und diese Weichteilwerte sind natürlich eine ganz entscheidende Grundlage für die Formen der Weichteile auf dem Schädel. Mithilfe dieser Werte werden die Orientierungspunkte entlang der Schädelkonturen mit Tonstreifen verbunden. Jeder einzelne Schädel ist wie ein Entwurf, ein Fingerabdruck. Kein Schädel gleicht dem anderen. Das Gesicht entsteht, indem wir diesem Entwurf anhand der Form und Kurven des Schädels folgen. Die Lücken zwischen den Streifen werden gefüllt und dem Gesicht wird damit seine Form gegeben. Dann werden Augen aus Plastik eingesetzt und über den Augenhöhlen Lider geformt. Als letztes werden Nase und Lippen geglättet und das Opfer bekommt eine schwarze Perücke, da es sich ja vermutlich um eine Asiatin handelt. Zwar ist die Identität des Opfers weiter unklar, doch mit diesem Gesicht hofft die Polizei, Erinnerungen zu wecken. Die Aussichten sind verhältnismäßig gut. Wir haben es immer wieder festgestellt, dass wir in einem großen Teil unserer Fälle tatsächlich eine Gesichtskonstruktion machen konnten, die dem zugehörigen Individuum verhältnismäßig oder sogar verblüffend ähnlich aussah.
In der Hoffnung, dass jemand reagiert, werden mehrere Fotos des rekonstruierten Gesichts an Zeitungen und Fernsehanstalten in die umliegenden Städte gesendet. Schon nach 3 Tagen hat das Warten ein Ende. Willie Porn Cox sieht das Foto des Gesichts in einem lokalen Nachrichtenprogramm im Fernsehen. Dann rief ich meinen Mann an, um ihm zu erzählen, was ich im Fernsehen gesehen habe. Ehemann Carmen Cox sieht das Foto in einer Zeitung und erkennt das Gesicht auch sofort. Ich rief zurück, es sah ihr verdammt ähnlich. Wir mussten etwas tun. Wir bekamen einen Anruf von jemandem aus der Gegend von St. Charles, der behauptete, anhand der Rekonstruktion eine Freundin erkannt zu haben. Die Eheleute Cox meinen, die 33-jährige Bunchy Nyehouse erkannt zu haben, die sie seit 5 Jahren nicht mehr gesehen haben. Sie berichten der Polizei, dass Bunchy ihren Mann Richard verlassen hat und in ihre Heimat Thailand zurückgekehrt ist. Größe und Gewicht von Bunchy stimmen mit den errechneten Maßen der Anthropologen überein. Und sie ist zweifache Mutter. Bunchys Ehemann Richard lebt immer noch in der Nachbarschaft der Cox. Richard und Bunchy haben sich vor 15 Jahren kennengelernt, als Richard als Soldat im Fernen Osten stationiert war. Nachbarn behaupten, Richard habe es das Herz gebrochen, als seine Frau ihn verließ. Doch Richard Nyehouse glaubt nicht, dass der gefundene Schädel zu seiner Frau Bunchy gehört. Nyehouse sagt aus, Bunchy habe ihn verlassen, da sie ihre Familie in Thailand zu sehr vermisse und sich deswegen scheiden lassen wolle. Er selbst habe sie vor 5 Jahren zum Flughafen gefahren. Das wäre das letzte Mal gewesen, dass er und seine Kinder Bunchy gesehen hätten. Und Nachbarn bestätigen, dass Bunchy tatsächlich davon gesprochen habe, nach Thailand zurückzukehren. Sie hat mir erzählt, dass sie ihren Reisepass und ihre Staatsbürgerschaft bekommen hat. Es hätte mich nicht verwundert, wenn sie es getan hätte. Sie hat erwähnt, dass sie nicht glücklich ist und gerne nach Thailand will, um ihre Familie zu sehen. Falls Bunchy tatsächlich die Frau aus dem Grab ist, warum hat ihre thailändische Familie sie in den letzten 5 Jahren nicht vermisst gemeldet? Auf diese Frage sollen erneut die Knochen Antwort geben. Zum Einsatz kommt die Superimpositionstechnik, bei der der gefundene Skelettschädel und der Kopf von einem Foto übereinander geblendet werden. Professor Richard Helmer hat mit dieser Methode den Schädel des vermissten Nazi-Arztes Josef Mengele bestimmt. Nach entsprechenden Voruntersuchungen, die viele Details vorab klären müssen, wird der Schädel in die Position gebracht, die mutmaßlich die lebende Person zur Zeit der Fotoaufnahme hatte. Das ist eine schwierige Prozedur. Und dann wird durch Video oder Computertechnik eine Überblendung durchgeführt, die den Schädel im Foto, im Bild zeigt. Ein Foto von Bunchy wird an das Anthropologische Institut der Universität Colorado geschickt. Und die Polizei schickt ein zweites Foto einer asiatischen Frau aus Georgia, die ebenfalls vermisst wird. Die Superimposition wird vom bekannten Anthropologen Dr. Michael Charney durchgeführt. Der Wissenschaftler bringt den Schädel und die Köpfe der Frauen von den Fotos in die gleiche Position und überblendet sie dann. Mit der Frau aus Georgia gibt es keine Übereinstimmung. Wohl aber mit dem Bild von Bunchy Nyehouse. Das Gesicht ist seitlich, zeigt sie beim Herumalbern. Der Kiefer ist innerhalb des Kinns. Auch die Schädeldecke und die Wangen passen.
Die Augen sind genau in der Höhle. Die Nasenöffnung entspricht der Position der Nase. Und die Zähne passen sehr gut zur Stellung des Kiefers. Trotz des sehr schwierigen Winkels und Gesichtsausdrucks finden wir, dass alles gut zusammenpasst. Ich zögerte etwas und rief Dr. Czerny an, um herauszufinden, wie sicher das Ergebnis ist. Innerhalb von 2 Sekunden sagte er, dass er sich zu 100% sicher sei und es überhaupt keinen Zweifel darüber gäbe, dass sie das Opfer sei. Ausgerüstet mit dieser wissenschaftlichen Identifikation wendet sich die Polizei Richard Niehaus zu. Die Ermittler vermuten, dass er doch mehr über das Verschwinden seiner Frau weiß, als er zugibt. Freunde und Nachbarn beschreiben ihn als guten Vater. Doch schon bald entdeckt die Polizei Probleme in der Ehe. Freunde bestätigten, dass sie eine impulsive Beziehung führten und sich hin und wieder stritten. Dann erfährt die Polizei, dass Richard Niehaus Pfadfinder ausbildet und deshalb oft auf der Boy Scout Ranch gezeltet hat. Dann drehte ich mich zu meinem Partner. Wir sahen uns beide an und konnten es nicht glauben. Wir mussten nun einen Plan machen, denn wir hatten nur einen Versuch, ihn zu bekommen. Ab diesem Zeitpunkt fing alles an zu passen. Die Einzelteile fügten sich zusammen. Als die Polizei Niehaus mit dem rechtsmedizinischen Befund konfrontiert, gesteht er. Obwohl seine Darstellung verwirrt. Erst behauptet er, Banshee sei nach einem Gerangel versehentlich tödlich mit dem Kopf aufgeschlagen. Gleichzeitig gibt Niehaus zu, sie erstickt zu haben. Angesichts des Geständnisses untersucht die Rechtsmedizinerin Dr. Mary Case den Schädel. Eine kleine Wunde an der Hinterseite deutet nicht auf eine Unfallverletzung, sondern auf einen kräftigen Schlag. Es ist eine begrenzte Stelle, die nach innen gedrückt ist. Diese Art von Schädelverletzung kommt vor, wenn man mit einem Gegenstand kraftvoll auf den Kopf schlägt. Ein Hammer zum Beispiel würde so etwas verursachen. Auf jeden Fall etwas, womit man zuschlägt. Die ganze Kraft ging gezielt nur auf eine kleine Fläche. Und sie findet noch etwas heraus. Ich glaube nicht, dass sie an der Kopfverletzung gestorben ist. Der Schädelbruch allein ist keine tödliche Kopfverletzung, die zum schnellen Tod führt. Aufgrund der rechtsmedizinischen Befunde und durch Teile des Geständnisses rekonstruiert die Staatsanwaltschaft den Fall. Richard und Banshee stritten im Keller ihres Hauses. Banshee will in ein neues Haus ziehen. Richard lehnt mit der Begründung ab, sie könnten sich den Umzug nicht leisten. Dann nehme ich meine Söhne und verlasse dich. Der Schlag auf ihren Hinterkopf ist nicht tödlich. Doch während sie blutend auf dem Boden liegt, erstickt Richard sie. Mit der Einkaufstüte versucht er, das Blut aufzuhalten. Eingewickelt in eine Plastikplane legt er Banshee in die Kühltruhe. Dort bleibt sie die nächsten 3 Monate. Im Frühling, als die Erde aufgetaut ist, bringt Richard den Körper zur 2 Stunden entfernten Boy Scout Ranch. Obwohl er für das Grab eine abgelegene Stelle wählt, begeht er Fehler. Um die Verwesung zu beschleunigen, streut er Kalk über den Körper, vergräbt diesen aber nur 60 cm tief. Nicht tief genug, um zu vermeiden, dass Tiere die Knochen ausbuddeln. Zudem trägt Banshee eine Texwood Jeans, eine Hose, die ausschließlich in Asien produziert und verkauft wird. Niehaus glaubte nicht, dass die Überreste seiner Frau entdeckt werden könnten und falls doch, dass sie jemals erfolgreich identifiziert würden. Der Texwood-Knopf, die Rinne im Beckenknochen,
Der mongolide Schädel, die Gesichtsrekonstruktion und die Fotosuperimposition ermöglichen die Identifizierung von Banshee Neihaus. In der Verhandlung beschreibt Dr. Kees, dass der Erstickungstod erst nach 3 bis 5 Minuten eintritt. Vorher ist das Opfer lediglich bewusstlos. Es ist also durchaus möglich, dass Banshee noch lebte, als ihr Mann sie in die Gefriertruhe legte. Richard Neihaus wird des Mordes schuldig gesprochen und zu einer Gefängnisstrafe von 50 Jahren ohne Bewährung verurteilt. Tayadanaga Mohawk, Kanada. Zwei maskierte und bewaffnete Männer brechen in ein Haus ein. Beim Kampf wird der 54-jährige Ward Miracle angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Es bedarf solider Ermittlungen und ausgefallener Fußarbeit, um die Täter zu identifizieren. Das Tayadanaga Mohawk Reservat ist eine kleine Gemeinde, etwa 2 Stunden östlich von Toronto. Das Gebiet wurde vor über 200 Jahren von den Mohawk-Indianern erschlossen. Häuser und Landschaften unterscheiden sich nicht von anderen nordamerikanischen Gemeinden. Nur der sehr ausgeprägte Familienzusammenhalt fällt auf. Es scheint hier nicht anders zu sein als sonst wo in Kanada oder den USA. Doch die Kultur der Menschen ist anders. Die Leute machen den Unterschied. In dieser Gemeinde gibt es viel Blutsverwandtschaft. Aber auch wenn man nicht verwandt ist, steht man sich nah, wie in einer Familie. Ward und Diana Miracle sind angesehene Mitglieder der Gemeinde. Wards Tankstelle mit dazugehörigem Restaurant ist das gut laufende Geschäft der Miracles. Abends betreibt das Ehepaar von zu Hause noch einen Scheckeinlöseservice für Leute, die keine Bankkarte besitzen und Bargeld benötigen. Jeder kennt Ward und Diana. Durch ihr Geschäft haben sie viel Kontakt. Es sind gute Menschen. Zur Weihnachtszeit feiern die Einwohner des Reservats wie jede andere Gemeinde. Santa Claus, Weihnachtsbeleuchtung und Gebete gehören dazu. Doch am frühen Morgen des 30. Dezember 1992 ändert sich die friedliche Stimmung der Gemeinde. Kurz vor Tagesanbruch brechen 2 maskierte und bewaffnete Männer in das Haus der Miracles ein. Ward, we're coming to see you. Im ersten Stock wecken sie Ward und Diana und verlangen Geld. Get out of bed, give me the money. Just take it easy. Where's the money? Give me the money. Einer hält eine Pistole in der Hand, der andere einen Holzstock. Just shut up and give me the money. Doch Ward leistet Widerstand. Schüsse fallen. Insgesamt 3-mal wird der Geschäftsmann angeschossen. Diana wird vom 2. Täter ins Erdgeschoss gezwungen. Aus Angst um ihr Leben gibt sie ihm die vorhandenen $10.000. Dann fliehen die Eindringlinge. Es gab im Reservat eine Schießerei. Wir brauchen einen Notarzt. Bitte beeilen Sie sich. Mit einer Schusswunde im Kopf wird Ward Miracle zu einer Notoperation ins Krankenhaus gebracht. Er überlebt, bleibt aber vermutlich sein Leben lang behindert. Da die Einbrecher maskiert waren, kann Diana nur aussagen, dass sie in einem roten Auto geflüchtet sind. Thank you.
Nur wenige Meilen entfernt findet die Polizei die beiden Masken auf der Straße. Eine ist eine Skimaske aus Wolle, die andere eine Halloween-Gummimaske. Im Haus der Merricles findet die Polizei drei Patronenhülsen. In diesem Fall müssen sie eine Kleinkaliberpistole benutzt haben. Die Patronenhülsen auf dem Boden sprechen eher für eine halbautomatische Pistole als für die Benutzung eines Revolvers. Die Treppe im Haus hat keinen Teppich. Draußen liegt jedoch Schnee. Und so vermuten die Ermittler, dass die Täter mit ihren nassen Schuhen möglicherweise Abdrücke auf den Stufen hinterlassen haben. Die Treppe wird mit Fingerabdruckpulver bestreut. Sofort wird ein Abdruck sichtbar, der von einem Laufschuh stammt. Vor dem Haus im Schnee finden die Ermittler eine weitere Spur, die hoffentlich zu den Tätern führt. Schock, initially. Ich war geschockt, dass so etwas in unserer Gemeinde passieren konnte. Von den abgegebenen drei Schüssen aus der Pistole dringt eine in den Kopf von Ward Merricle ein. Doch er hat Glück und überlebt. Aufgrund der schweren Verletzung bleibt er aber vermutlich für immer behindert. Der Kriminalist Jim Eady untersucht den Tatort. Auf dem Küchentisch bemerkt er ein Stück Holz. Diana Merricle hatte ausgesagt, dass einer der Täter während des Überfalls ein Stück Holz in der Hand gehalten hat. Draußen findet Eady einen hölzernen Sägebock, dem ein Bein fehlt. Es scheint so, als hätten die Täter das Bein benutzt, um damit die Haustür aufzubrechen. Neben dem Sägebock ist im Schnee ein deutlicher Schuhabdruck zu erkennen. Als ich mich umsah, bemerkte ich Fußspuren im Bereich des Sägebocks. Ich war sicher, dass jemand hinter das Haus gegangen war und ein Bein des Sägebocks herausgebrochen hatte. Nun gab es einen wichtigen Beweis. Jim Eady weiß, dass er jetzt schnell handeln muss, bevor der Schnee schmilzt und jemand über den Tatort läuft. Nach einem Raubüberfall haben die Einbrecher im Schnee einen Schuhabdruck hinterlassen. Jim Eady ist der ermittelnde Beamte. Zunächst macht er Fotos von den Schuhabdrücken. Diese Bilder sind wichtig, sollte es nicht gelingen, den Abdruck sicherzustellen. In seinem Wagen sucht Eady das benötigte Material zusammen. Es gibt zahlreiche Techniken zur Sicherung eines Abdrucks aus dem Schnee. Wählt man die falsche, ist der Abdruck verloren. Schnee macht einem ganz spezielle Probleme. Gewöhnliches Gussmaterial wie Gips für Zahnabdrücke ist sehr, sehr schwer. Das ist hart wie Stein und würde im Schnee den Abdruck zerstören. Und zwar aufgrund des Gewichts. Eady entschließt sich, Schwefelpulver für den Abguss zu verwenden. Mit einem kleinen Brenner erhitzt er das Schwefelpulver in einem Topf. Innerhalb von 15 Minuten schmilzt das Pulver zu einer dicken braunen Flüssigkeit, die dann etwas abkühlen muss. Sobald die handwarme Flüssigkeit in den Schnee gelangt, kristallisiert sie und wird hart. Das Schuhprofil ist gesichert. Der Abdruck stammt von einem Paar Nike Air Sportschuhen, Größe 42. Er weist nur wenig Gebrauchsspuren auf. Jeder Schuhabdruck liefert wichtige Hinweise auf den Täter. Denn es entstehen individuelle Merkmale.
In einigen Bereichen werden Schuhe beim Gehen auf der Straße und auf dem Bürgersteig abgerieben, wobei zufällige Muster entstehen. Und genau danach suchen wir. Oft sehen diese Muster wie ein kleines Kunstwerk aus. Edie entdeckt drei kleine Einschnitte in der Sohle, die alle auf einer Linie liegen. Es scheint, als sei der Träger auf ein Stück Draht getreten. Insgesamt identifiziert Edie 10 individuelle Merkmale an dem Schuhabdruck. Diese unterscheiden den gesuchten Nike Air von den anderen der Größe 42. Es überrascht nicht, dass der Schuhabdruck im Schnee mit dem auf der hölzernen Treppenstufe übereinstimmt. Wir hatten gute Beweisstücke gefunden mit den Schuhabdrücken und den Patronenhülsen. Aber anders als bei Fingerabdrücken, die man im Computer suchen kann, braucht man bei Patronenhülsen und Schuhabdrücken zur Identifizierung einen Verdächtigen. Doch wer kommt als Verdächtiger in Frage? Die Medien der Gegend berichten viel über die Schießerei und den Raubüberfall auf Ward Miracle. Zwei Tage nach den Ereignissen erhält die Polizei einen Hinweis. Ein anonymer Anrufer weist auf zwei Personen namens Peter Benedict und Frank Lenoux hin. Beide Männer sind 21 Jahre alt und vorbestraft. Benedict lebt in Cornwall, eine Autostunde vom Reservat entfernt. Von Lenoux besitzt die Polizei keine Adresse. Mit einem Durchsuchungsbefehl erscheinen die Beamten vor Peter Benedicts Haus. Dort bemerken sie ein rotes Auto, das Dianas Beschreibung vom Fluchtauto entspricht. Peter Benedict streitet seine Beteiligung an dem Verbrechen ab und behauptet, nicht zu wissen, wo Frank Lenoux sich aufhält. Die Polizei findet in Benedicts Wohnung eine Kleinkaliberpistole, entsprechend dem Kaliber von der Schießerei. Und sie finden auch mehrere Laufschuhe, jedoch kein Paar Nike Air der Größe 42. Des Weiteren hat Benedict Bargeld in Höhe von $2.500 im Haus und trägt einen auffallend teuren Ring. Im Schlafzimmer entdeckt die Polizei die Rechnung des Ringes. Er wurde am 31. Dezember, nur Stunden nach dem Raubüberfall, in einem Schmuckgeschäft in Ottawa mit $1.100 bar bezahlt. Wir sind zum Auto gegangen und haben es durchsucht. Im Kofferraum haben wir einen Aldo-Schuhkarton gefunden. So, dachte ich, ein Schuhkarton, brandneue Laufschuhe und ein neuer Ring. Ich musste nach Ottawa, weil dort gab es eine Geschichte und ich wollte sie hören. Als Myers am Einkaufszentrum ankommt, stößt er gleich auf mehrere Schuhgeschäfte. In jedem Laden fragt er die Angestellten, ob sie sich an Benedict oder Lenoux als Kunden erinnern. Im letzten Geschäft, bei Foot Locker, erzielt Myers einen Durchbruch. Der Verkäufer erkennt Peter Benedict auf dem Fahndungsfoto. Er sagt aus, Benedict habe vor ein paar Tagen Laufschuhe gekauft. Er habe die Schuhe gleich angezogen und hätte seine alten im Geschäft zurückgelassen. Er hat sie zum Wegwerfen dagelassen und ist mit den neuen nach Hause gegangen. Ich fragte den Verkäufer, ob er mal nachschauen könnte, ob die alten Schuhe noch da sind. Aber er meinte, dass der Müll schon am Freitag abgeholt worden sei. Doch ich bestand darauf, dass er noch einmal nachschaut. Wir waren der Sache schon so nahe gekommen. Ich wollte die Schuhe unbedingt.
Glücklicherweise ist der Müll nicht geleert worden und so findet der Verkäufer die alten Sportschuhe von Benedikt tatsächlich in der Mülltonne. Und tatsächlich kam er mit den baumelnden Schuhen in seiner Hand und einem Lächeln breiter als das meine zurück. Es sind Basketballschuhe der Marke Nike Air, Größe 42. Aber sind das die Schuhe, die am Tatort getragen wurden? Jim Eady untersucht die Schuhe aus der Mülltonne und entdeckt an der Sohle die gleichen 10 Merkmale, die auch die Abdrücke im Schnee und auf der Treppe hinterlassen haben. Damit ist bewiesen, dass Peter Benedikt bei dem Raubüberfall dabei gewesen ist. Okay, here we are, Norm. Aber ist er derjenige, der geschossen hat? Und wo ist Frank Lenou? Als nächstes untersuchen Ballistiker die Pistole von Benedikt. Diese Pistole ist eine Beretta 59B Halbautomatik Kleinkaliber. Sie ist unter den Handwaffen das kleinste Kaliber, das es gibt. Sie sieht zwar unscheinbar aus, macht einen aber genauso tot wie eine mit größerem Kaliber. Die Kugeln, die man aus Ward Merrickles Körper heraus operiert hat, sind für eine rechtsmedizinische Untersuchung nicht mehr brauchbar. Solche Kleinkaliberkugeln sind nach dem Aufprall auf den Schädelknochen nicht mehr zu gebrauchen, weil sie völlig deformiert werden. So müssen zum Vergleich die gefundenen Patronenhülsen aus dem Haus der Merrickles herangezogen werden. Im Ballistiklabor werden Testschüsse mit Benedikts Pistole abgegeben. Beim Abziehen stößt der Schlagbolzen gegen die Sprengkapsel und das Pulver wird entzündet. Die Kugel wird durch den Lauf getrieben und gleichzeitig wird die Patronenhülse mit gleicher Kraft nach hinten gedrückt. Die Hülse wird durch den Kontakt mit der Metalloberfläche des Zünd- und Lademechanismus der Waffe markiert. Genau wie die Kugel beim Passieren des Laufs. Die Abdrücke des Schlagbolzens sind ebenso einzigartig wie Fingerabdrücke. Bei den Testschüssen mit Benedikts Pistole hat der Schlagbolzen die gleichen Abdrücke auf den Patronenhülsen hinterlassen, wie die Abdrücke auf den 3 Patronenhülsen, die in Merrickles Haus gefunden wurden. Man muss nur genau hinsehen, denn gestützt auf Ausbildung und Erfahrung ist es leicht, zu einer Schlussfolgerung zu kommen. Für mich und meinen Kollegen war es eindeutig, dass die Patronenhülsen aus dieser Pistole abgefeuert wurden und aus keiner anderen. Zudem waren die Geldbündel, die in Peter Benedicts Wohnung gefunden wurden, von Diana Merrickle handschriftlich nummeriert. Wenig überraschend ist auch, dass in Benedicts Auto auf der Fahrerseite seine und auf der Beifahrerseite die Fingerabdrücke von Frank Lenou gefunden wurden. Jetzt muss die Polizei nur noch herausfinden, wer von den beiden geschossen hat. Lenou ist mittlerweile verhaftet worden. Diana Merrickle hat ausgesagt, der Mann mit der Skimaske aus Wolle habe die Pistole gehalten, der mit der Gummimaske das Holz. Die Wissenschaftler können Speichel- und Schleimspuren aus den Masken gewinnen und anhand eines DNA-Tests den Träger ermitteln. Das Ergebnis der DNA-Analyse beweist, dass Peter Benedikt die Gummimaske und Frank Lenou die Wollmaske getragen hat. Damit ist Lenou als Schütze überführt. Angesichts der erdrückenden rechtsmedizinischen Beweislast bekennen sich Peter Benedikt und Frank Lenou in einer Verfahrensabsprache des schweren Körperangriffs und Raubes schuldig. Sie werden zu 6 Jahren Haft verurteilt. Es ist möglich, dass Ward Merrickles Verletzungen nach einer langen und schwierigen Rehabilitation heilen.
Doch langwierige Folgeschäden sind wahrscheinlicher. Diana und Walt Merrickle leben und arbeiten weiterhin im Mohawk-Reservat. Bis heute weigern sie sich, über den Vorfall vom 30. Dezember 1992 zu sprechen.